Willkommen auf meinem Kanal bei dem Dividendenstrategie-Informationsvideo speziell für Investoren, die sehen wollen, wie hoch die Dividendensteigerung pro Jahr ist. Wir schauen uns heute folgende Firmenhistorie an. Von der Firma Shampoo, einem finnischen Versicherungskonzern. Risikohinweis: Der Kauf von Aktien kann zum Totalverlust führen. Die Dividende kann ausgesetzt werden. Ich bitte Sie darum, das durchzulesen. Hier sehen Sie die Übersicht von dem Jahr 2002 bis 2018. Die Stückzahl benötigen wir für die Berechnung, falls es einen Aktiensplit gibt. Dann sehen Sie die Dividende pro Stück, die Prozent der Erhöhung oder Kürzung per anno, die Dividendengutschrift am Konto und das Jahr der Anweisung. Wie Sie sehen, wurde die Dividende 2004 um 328,57% angehoben. 2005 wurde sie aber um 86,67% reduziert. 2006 wurde sie angehoben um 200%, 2007 um 100%. 2009 wurde sie gekürzt um 33,33%, 2014 um 22,22% erhöht wieder und 2018 gab es eine Erhöhung von 13,04%. Die Dividende wurde in diesem Zeitraum von 2002 bis 2018 um 86,67% gekürzt und maximal um 328,57% erhöht. Das ergibt eine Dividendenerhöhung im Durchschnitt von 8,9% per anno. Die Dividendenausbezahlung erhöhte sich um 246,67%. Es wurden Dividenden in der Höhe bei jeweils ein Stück Aktie um 21,95 Euro ausbezahlt. Hier sehen Sie ein Musterdepot. Hätten wir die Aktie am 2.1.2002 bei einem Kurswert von 8,80 Euro gekauft, mit einem Wert von 5.000 Euro, dann hätten wir ungefähr 568 Stück. Am 31.12.2018 war der Kurs bei 38,41 Euro. Das ist ein Depotwert von 21.823,86 €. Das ist ein Wertzuwachs von 336,48%. In diesem Zeitraum von 2002 bis 2018 wurden Dividenden in Höhe von 12.471,49% ausbezahlt. Das sind 249,43% von den 5.000 Euro. Depotwert am 31.12.2018 inklusive der Dividendenzahlung ist 34.295 Euro. Das ist ein Wertzuwachs von 585%. Die Dividendenrendite war am 2.1.2002 mit 8,52% und am 31.12.2018 war die Dividendenrendite bei 6,77%. Danke für das Ansehen des Videos. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und hinterlasst mir einen Kommentar.